wirklich dieses. Was zur Hölle? Jetzt noch. Was zur Hölle? Ich will da gar nicht hinterfahren. Wie soll ich den denn schon wieder töten? Warte mal, wenn ich jetzt da hinten sterbe, dann liegen meine Sachen alle da hinten. Ja, tolle Idee. Hey, es ist abgekackt. Kotzt mich überhaupt nicht an. Finde ich total toll. Oh, ich habe gerade mal die Hälfte der Gegner getötet. Ja, das wird noch lustig. Bleiben in die Flugzeuge. Flugzeuge. Euch will ich noch töten, euch kann ich töten. Ich hoffe. Ja, was auch immer ihr da jetzt gemacht habt. Und ich kann auch meine Mut. Vielleicht kann ich sie auch nicht. Sieht sie immer so ein Scheiß aus, echt mal. Da explodiert und so, und ganz gefährlich. Ich weiß nicht, über was da explodiert, aber es explodiert halt. Ja, wenigstens bauen wir auch eigene feindliche Einheiten weg. Soll ich die mit in die Luft jagen oder sind die unerheblich? Und schießen nehmen wir auf jeden Fall mit. Spiel steht. Ich warte lieber, bis die alle mal vorgekommen sind. Okay. Ach ja. Der Turm schießt noch. Was zur Hölle, ja. Ja, ja. Ach. Scheiß Wassersteuerung. Warum auch nicht, hey. Ich hab kein Nitro. Super, wie soll ich das dann töten? Das dauert ja so ewig, bis ich diesen Kakturm mal tot bekomme. Und 3 Tage. Aber ich schieße, glaube ich, die ganze Zeit auf die Panzer auch noch. Hey, er ist weg. Soll ich die Panzer lieber auch in die Luft jagen? Weiß nicht, gibt's da irgendwas? Mal schauen. Ja, Munition, das nutze ich schon mal. Schildenergie nehme ich auch nicht. Jetzt soll ich die ganze Zeit daneben schieben. Munition und nichts. Schön, danke für gar nichts. Kann ich das Ding irgendwie hochjagen? Nein. Sieht schlecht für mich aus. Schlecht, sehr schlecht. Oh, was ist das denn? Ach, Projekt. Einmal Schrott. Ich habe jetzt gedacht, hier geht's weiter. Das heißt, der ganze Weg war umsonst irgendwie? Okay, man kann sie in die Luft jagen. Ich habe jetzt gerade allerdings ein Framerate-Problem, dem in die Luft jagen. So, gut. Liegt vielleicht daran, dass ich Loses RGB-Capture anhab. Kriegt jetzt Dämon gleich mal noch Gas noch deswegen. Und unter Wasser lässt sich immer noch scheiße stellen. Komme ich jetzt da raus? Nein. Ach, das war wahrscheinlich das Waffenlager, ne? Ja, wahrscheinlich. Das
Das ergibt zwar nicht viel Sinn, warum das ein Waffenlager ist, aber hey. Scheiß Arschlöcher. Einfach verpissen, ne? Das geht fein nicht. Also, das so geht's nicht weiter. Nein, hier geht's auch nicht weiter. Noch nicht. Nie. Ich könnte mal eine Titan benutzen, aber ehrlich gesagt möchte ich die noch ein bisschen behalten. Ich könnte mal einen nicht existenten Laser benutzen. Das würde bestimmt Eindruck auf sie hinterlassen. Vielleicht treffe ich ja mit der Schrotflinten-Version von der Billig-Scheiß-Gunners. Und zurück. Und wieder vor. Hehe, geh auf Tauchgang. Wir sind zwar schon unter Wasser, aber Details sind unwichtig. Ist sicher übrigens mal wieder. Ich muss nur noch 100 Gegner töten ungefähr. Wow, 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 hörst du? Voll! Aus! Sterben! Jetzt! Stirb! Wie sie sich einfach nicht treffen lassen! So, Schutzschild. Wieder eingetötet, hey. Oh, ich bin schon da unten, ganz unten. Ich bin ganz unten. Ich hab doch noch null Schild, das muss reichen. Reicht nicht. Ich habe auch keinen Nachbrenner, mit dem ich irgendwie schneller fliegen könnte. Kein Nitro. Ach ja! So kann ich die nicht so einfach vernichten. Treffe ich schon mit Pulsar nicht. Das hier ist nicht geringsten besser. Oh, komm her. Hey, ich glaube, ich habe mich vielleicht sogar getroffen. Komm her. Ach, komm her. Oh, da ist wahrscheinlich gleich noch einer, der mich in die Luft stiel steht. Ach. Jetzt stirbst du irgendwann mal. Na, endlich. Mann, man braucht 10-mal so viel Munition, wie man dann von denen vielleicht eventuell, wenn man Glück hat, wieder bekommt. Wenn, wow. Munition. Diese unbalancierten Spiele. Komme ich immer noch nicht rein. Toll. So, was erwartet mich hier noch? Habe ich da eben das gesehen, was ich glaube, dass ich gesehen habe? Ich hoffe nicht. Hey, du lebst noch! Solltest mit der Titan in die Luft gejagt werden. Okay, jetzt hier erledigt. Fliegt da lieber immer noch nicht rein. Hat die Titan ja doch halbwegs ihre Arbeit gemacht. Will ich den Kristall da vielleicht mitnehmen? Oh, ich kann ihn gar nicht mitnehmen. Die Tür hinter ihnen schließt sich. Hä? Was ist Chaos überhaupt? Was ist hier dieses Unsichtbarkeitsding? Nein. Unsichtbar bin ich schon mal nicht. Bin ich halt unsichtbar, Mann. Wenn, dann jetzt nicht mehr. Ah, nichts da. Ja, und womit töte ich dann die Gegner? Die Türme mit... Auf jeden Fall nicht mit Raketen. Und definitiv auch nicht mit Schrotflinten. Hey, vielleicht ja mit Abstürzen. Toll, wunderbar. Kriegen ihn ja so tot. Nein. Darf ich? Danke. So, jetzt müsste hier ja mal aussehen.
So, weg mit dir. Weg mit dir. Gut. Gut, gut, gut. Och nein! Ey, warum immer so viel von denen? Wir haben mich schon in der ersten Mission so angekotzt. Warum müssen davon noch mehr kommen? Und? Tut's doch ständig. Warum hab ich überhaupt eins dabei? Stirb schon. Sterbt alle. Diese Tür geht nicht mehr auf. Hey, ich bin wieder am Anfang. Toll. Boah, alle hinter das Ding laufen. Ist immer die Güte zu sterben. Einfach nur sterben. Ach, das sind Rohre, die sind ja irgendwie stärker, haben wir festgestellt. Mal irgendwann. Spiel steht. Toll! Danke fürs Gespräch. Sicher. Also diese Tür geht nicht mehr auf. Die geht auf. Raketen. Liegen in mein Gesicht. Das mag ich nicht. Die Tür geht nicht mehr auf. Warum auch immer. Das Ultra hat closed. Can't never open it again. Oh, Cheater! Die Tür könnte der Weg mal irgendwie färben oder so, dass man das sieht. Ey, die kriegst du nicht auf. Hallo, nutzlose Zielsuchraketen. Hallo, dich immer wieder schließen der Tür, die meinen total genialen Plan vereitelt. So, wieder Tür auf. Tür auf, die dann gleich wieder zugeht. Ach komm! Wieso können diese Dreckstüren nie offen bleiben? Ich meine, das bei alten Spielen schon schlimm, bei neuen Spielen ist es genauso. Alle Türen müssen immer zugehen. Warum? Na gut, hier kann man sie wenigstens wieder öffnen. Kann man bei neuen Spielen nicht mehr, aber darum geht's ja nicht. Ist auch schon ein rotes Drecksding. So viel schießt er doch sonst nicht. Jetzt geht's ja natürlich wieder auf, weil jetzt sterbe ich ja dadurch. Deswegen geht's da wieder auf. Da geht's hin, ne? Alter, bin ich doch falsch. Oh, jetzt lass mich rein. Tür auf. Na, wer baut sowas über den Ladebalken hin? Das ist doch wieder so ein völliger Schmand, den kein vernünftiger Mensch macht. Das führt doch nur dazu, dass man sich verklickt. Das macht man nicht! Ach ja! Komm schon, lad! Auf, komm! Ey, was soll denn der Sch... auf! Hallo! Auf! Au!
Also. Man muss natürlich auch aufschießen, weil man hat ja so viel Munition, man weiß gar nicht wohin. Seine Munition in dem Spiel. Piss dich, du Scheiße. Piss dich. Ich hab noch eine Mock. Schauen wir, wie viel Raketen ich brauch. Ach, na wenigstens etwas. Oh, sag doch gleich, dass das sowas kommt. Ja, jetzt kommt es natürlich nicht, weil ich nicht da reinfliege. Und die Gegner lösen das natürlich nicht aus. Ja, gibt's hin. Super, ich... Ja, Absturz, schön, ja. Oh, ich diese Abstürze hasse, die nerven so sehr. Achso, wenn ich hier rausfliege, hören sie gleich wieder auf. Ergibt Sinn, ergibt absolut Sinn, ja. Alles total logisch. Wie höre ich da, würde ich dazu aufzuhören, diesen Abstürz? Oh, die Tür hinter mir ist zu und ich kann sie nicht öffnen, wenn ich dagegen fliege. Er hat sich den Scheiß ausgedacht. Man, ernsthaft. Allein ist die Türen überhaupt zugehen, ist schon nervig. Aber dass er dann nur wieder aufgeht, weil er dagegen schießt. Ja, komm, lad. Auf! Was heißt denn nichts da? Die Munition liegt doch da vorne beim Turm. Was zur Hölle? Noch eine Tür! Scheiß Dreckstüren! Was ist denn niemand, der sie zumacht? Wieso gehen sie also zu? Und wieso sind uralten Tempel überhaupt Maschinen? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Nichts. Und da? Was ist da drin? Auch nichts. Ach ja, noch mehr Gegner, ey. Ach. Eisdreck da. Ja, ja, bla bla. Bla 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 bla. Ja, toll. Ach ja. Ich hab noch Schutzschild. Was ich nicht habe, ist ein verdammtes Zielsuchsystem mit diesen scheiß Zielsuchenden Raketen! Sag mal, wofür habe ich die Rakete? Warum ist sowieso nichts taugen? Welcher Idiot hat das Ballons hingebaut? Man fängt da oben an und geht dann nach unten. So, dass doch der höchste Schwierigkeitsgrad noch schaffbar ist. Mann! Super, an die Energie komme ich auch nicht ran, weil ich dann ja sterbe. Was ich immer tue, wenn ich diesen Weg nur minimal verlasse. Warum auch immer. Kennt man ja, in so alten Tempeln sind immer solche Sachen eingebaut. Die, wo das Zeug erbaut haben, kannten zwar noch nicht mal Elektrizität, aber das hält sie ja nicht davon ab, solche Fallen im Tempel zu bauen. Warum sollte sie auch? Man braucht ja nicht Strom zu kennen, um elektrische Fallen zu bauen. Nein, nicht im geringsten. Was du? Was? Ach komm! Wo war ich denn da jetzt bitte schon drüber? Ich war doch schon vorbei an der Schlange. Ach. Ja, leck mich doch. Ach so, da darf ich auch nicht rausfliegen. Ergibt Sinn, natürlich, absolut. Weil, hey, da ist, keine Ahnung, der Raum zu Ende. Hey, da darf ich nicht rausfliegen. Ach komm! Das geht mir jetzt langsam schon auf die Nerven. Ja,
Ach ja. So braucht ein Schutzschild, das hält eh nichts aus. Was ist denn hier schon wieder Schönes? Was wird davon wir. Drafgon? Wo kommt das jetzt her? So links rum ist es weg, oder? Wo kommt das her? Mit dem Gegner nein. Ach, da kommt es. Oh.